Leute, ich bin's Conny und heute spielen wir wieder Lumion Legacy. Beim letzten Mal haben wir es in die Stadt geschafft und ihr seht, ich bin nicht mehr in der Stadt. Ich habe noch ein bisschen meine Lumions hier trainiert. Ich muss jetzt auch wieder reinkommen, ist ein bisschen her. Die sind auch alle ein bisschen low. Ich hoffe, dass ich die in der Stadt inhieren kann, aber wir müssen da jetzt noch einmal hin. Aber ich habe den Weg ja schon geklärt beim letzten Mal. Das heißt, die Trainer, die greifen uns nicht mehr an. Ich kann einfach durchlaufen, wird vielleicht von ein paar wilden Lumions angegriffen. Aber damit werde ich wohl noch fertig werden. Da haben wir einen Trillert. Und das wird jetzt einfach fertig gemacht. Und machen wir Fight. Paddle Pummel. Gib ihm ein Paddle Pummel. Bam. Oh nein, es hat mich gebissen. Oh nein. Jetzt bin ich aber traurig. Schlag ihn K.O. Bam! Tot. Ja, und so gehe ich eigentlich auch immer mit anderen Tieren, denen ich in der Wildnis begegne, um. Wenn ich die sehe, kriegen die aufs Maul. Ey, ich habe das Ding da auch geöffnet. Da waren nur weitere Capture-Discs drin. Und sonst habe ich nichts weiter gemacht seitdem. Ich hoffe, dass ich jetzt hier in der City meine Lumions heilen kann. Wobei, meine Mission war ja eigentlich in irgendeinem Wald. Das, da hinten wird der Wald sein. Das sieht sehr nach Wald aus. Okay, ich suche jetzt aber mal nach einem Gebäude, das aussieht wie ein Pokémon-Center. Das da vorne sieht aus wie ein Lumion-Center. Oder eine Arena, wer weiß. Oh mein Gott, es gibt ein Starbucks. Kabunga-Café. Alles klar. Okay, wer bist du? Das ist die Lumion Trainer Station. Von hier kannst du deinen Lumions Vorräte kaufen, um sie gesund im Kampf zu halten. Bla 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 bla. Bla 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 bla. Okay, danke schön. Also ist das so ein Store. Ist die Kamera wieder so? Kann ich hier wieder Sachen klauen? Ach, hier habe ich wieder Zugriff auf den Computer. Perfekt. Was ist das? Would you like to rest the Lumions? Ja! Oh mein Gott, das ist ein Store und ein Center in einem. Ach, das ist ja easy. Und du da, rück die Kohle raus. Willkommen, bitte schau dir unser Angebot an. Ich kann Capture Discs und Small Mats kaufen. Ach, und Ace Discs. Was steht da hier? A rare capture disc that will always capture wild Lumion without fail. Warte, was? Achso, das kostet Robux. Okay, ich verstehe. Ich dachte gerade, ich könnte die einfach so kaufen. Einfach so Meister... Das ist ja praktisch dann Meisterball, den ich einfach so kaufen kann. Aber gut. Da halte ich im Hinterkopf, dass man das machen kann. Was kann die Wisp Bottle? Achso, okay, damit kann man dann die Farbe seines Lumion ändern. Verstehe. Das ist es also, wenn Pokémon online und Pay-to-Win wäre. Ich meine, das hat man in Pokémon zum Glück nicht, dass es da so viele Pay-to-Win-Aspekte gibt. Aber jetzt, wo meine Lumions trainiert sind, gehe ich da hinten rüber und da stehen drei Personen. Das sieht ein bisschen zass aus. Ich hoffe, ich werde nicht in ein Gespräch gezogen. Ja, ich werde in ein Gespräch gezogen. Oder... Der Gale Forest. Ich schwöre, ich habe mir das nicht ausgedacht. Die Lumions, ich habe sie mit meinen eigenen Augen gesehen. Sie waren überwältigt von einem üblen Geist und haben mich mit unvorstellbarer Kraft angegriffen. Und die Aura, die sie ausgestrahlt haben, ach, lassen Sie mich damit gar nicht erst anfangen. Die war dunkel und unruhigend. Irgendetwas hat die Seelen in diesem Wald gestört. Was du da sagst, ist absurd. Da gibt's keine bösen Lumions in dem Wald. Lumions gibt's gar nicht, ne? Ja, er ist recht. Lumions gibt es gar nicht. Und der Wald wurde schon seit jeher bewacht von einem Wächtergeist. Ich habe schon so viele Jahre in diesem Wald gelebt. Ich sage Ihnen doch, ich habe noch nie etwas wie dieses gesehen. Ich glaube, Duskit, der Wächtergeist von diesem Wald, möge vielleicht das Schlüsselelement in den dunklen Veränderungen des Verhaltens der Lumions sein. Oh, das ist so schlimm, dass hier immer nur zwei Zeilen stehen. Ach, was für ein Quatsch. Guardian Spirits gibt es doch gar nicht. Ja, genau, Guardian Spirits gibt es gar nicht. Habe ich mir den nicht eben noch ausgedacht? Na gut, also dann hört halt nicht auf mich. Ich weiß, dass etwas unseren heiligen Wald gestört hat und ich werde der Sache auf den Grund gehen, selbst wenn ich... Oh, alles klar, Opa. Mach, was du willst. Unverschämte Jugend heutzutage. Ey, du da! Ja, ich? Ja, du, komm mal her. Du siehst aus wie ein Lumion-Trainer. Willst du mal einen richtigen Lumion sehen? Aber egal, ich brauche jetzt erstmal deine Hilfe. Also niemand glaubt mir, was ich heute Morgen gesehen habe. Irgendwas in diesem Wald hat irgendwas, ja, das, was ich eben schon gesagt habe. Und das geht der Wächtergeist. Er hat diese Wächter, diese Wälder immer beschützt und bla bla und so bla bla bla. Aber jetzt, diesen Morgen, ist alles anders. Und so. Könntest du dir das bitte einmal anschauen? Weil ich traue mich nicht. Also bitte mach du das. Ich kann mich nicht verteidigen. Aber du hast gerade angefangen. Ich sehe, dein Lumion ist Level 5. Du kannst das bestimmt. Da bin ich mir sicher. Ja, ja. Also wirklich. Ja, ja, das könnte irgendwas. Flowering, bla, bla. Ja, jetzt komm auf den Punkt. Gut, dann werden wir einmal investigaten. Was... Oh mein Gott, kann es etwa sein, dass der Teil der Tafel, welches hier hingeflogen ist, den Wächtergeist gestört hat? Oh nein. Oh Gott, ich habe gerade ein bisschen Angst, als ich hier durchgelaufen bin. Gerade kommen bei mir wieder so ein bisschen Pokémon-Flashbacks auf. Wenn man das erste Mal in so einen Wald kommt, sind da überall Raupen und so, die einen vergiften. Ich möchte nicht vergiftet werden. Oh, da hinten ist jemand. Da gehen wir mal hin. Nein, ich werde angegriffen. Nancy! Oh Gott, ich hasse Nancy. Oh, warte mal, ich glaube, ich bin schwach gegen die. Ja, ich bin schwach gegen die. Falsches Lumion ausgewählt. Viech! Schlag's kaputt! Er nutzt Dordle. Okay, okay, okay. Ich wechsle einfach mal meine Lumions.
rüber zu Feuer. Feuer ist bestimmt stark gegen Käfer. Viech, komm zurück. Feuer, du bist dran. Nee, Feuer, Feuer. Meine Melee-Defense fällt nicht so schlimm, weil ich hab Singe. Ah! Ja, jetzt bist du weg, Ancy. Feuer hat 22 Experience und Viech auch. Perfekt. Machen wir weiter. Aber vielleicht sollte ich auch Feuer als Standard-Lumen jetzt erstmal auswählen. Vielleicht Horst? Ich hatte ja Viech, um Viech ein bisschen hochzuleveln. Ich muss doch Twitter und Wurm hochleveln. Aber dafür ist jetzt nicht die Zeit. Oder doch? Eigentlich muss ich immer leveln, wenn ich kann. Was passiert, wenn ich hier rauflaufe? Ach, nichts, schade. Kann ich die Pilze hier klauen? Darf ich den Pilz mal probieren? Hä? Na gut, dann sprechen wir mal mit dieser komischen Person da. Ey, du da. Also die Karte hat gesagt, die Ruinen wären hier. Aber ich sehe nichts. Was mag ich wohl übersehen haben? Vielleicht das Loch da hinten? Also dieses Loch da hinten? Das ist wahrscheinlich dann der Ausgang der Ruinen und nicht der Eingang der Ruinen. Okay, gehen wir einfach außen rum und dann kommen wir bestimmt in die Ruinen. Oh oh. Jetzt kommt Musik. Hey, du da! Es gibt eine Menge Käfertyp-Lumiens hier in den Wäldern. Lass mir dir zeigen, was ich meine. Okay, ich habe gar nicht gesehen, dass ich jetzt überfallen werde von Christoph. Grubby. Oh, ein Grubby. Oh, cool. Ich wollte auch schon immer ein Grubby haben. Und Opposing, warte, was? Ich habe jetzt nicht gelesen. Grubby hat irgendeine Spezialfähigkeit. Egal, wir machen das Ding weg. Feuer! Grubby hat es überlebt, trotz kritischen Hit. Aua! Hörst du auf, mich zu beißen? Das macht mir einen Schaden. Stell dir vor, du würdest mich 30 Mal beißen, dann wäre ich tot. Dafür schlage ich dich jetzt erstmal. Oh. Kate möchte Cathorn raussenden. Ja, natürlich wechsle ich jetzt mein Lumion. Ich wechsle einfach mal zu Horst. Weil ich meine, Horst ist ja auch unser ursprüngliches Lumion. Auf geht's, Horst. Erhelle diesen Wald. Scheine ihn an. Es ist mir zu dunkel. Oh, das macht eine Menge Schaden. Dafür, dass es einfach nur Licht ist. Uiui, der macht mir auch 2 Schaden, wenn er mich beißt. Naja, dann gibt's nochmal einen Schlag ins Gesicht. Bam! Cathorn wurde besiegt. Ja, ja. Mhm. Kate is about to send Grubby. Ja, ich werde mein Lumion nochmal wechseln. Ich denke, jetzt werde ich mal einen harten Kampf machen. Wurm gegen Grubby. Horst, komm zurück. Grubby. Ah, nee, Wurm. Wurm gegen Grubby. Feeling da. Oh, ich habe jetzt schon wieder nicht gelesen. Ich bin immer so blöd. Bugbite macht wenig Schaden gegen den Käfer. Okay. Dann mache ich Gnaw. Gnaw! Aua. Ah, er benutzt auch Bugbite. Oh, das ist gut. Das ist gut, wenn der schwache Attack. Auch interessant, dass Käfer gegen Käfer nicht so effektiv ist. Dann starre ich ihn einmal an. So. Ich glaube, den Kampf könnte ich gewinnen, wenn er jetzt die ganze Zeit solche Sachen rausholt wie Bugbite. Mal, das macht mir sehr wenig Schaden. Oh, der stellt sich dadurch aber auch wieder Leben her. Egal, ich beiß ihn trotzdem und. Bam. Okay, aber er stellt sich nicht so viel Leben her. Und ich kann ja theoretisch auch noch Bugbite rausholen, wenn es für mich kritisch würde. So, und jetzt haben wir ihn bald. Er used Stare. Das heißt, meine Melee-Defense fell. Das bedeutet, ich nehme jetzt einmal Bugbite, um ihn zu beißen und mich zu heilen. Bam. Und ich heile mich ein bisschen. Und wenn er mich jetzt angreift, macht es mir nicht mehr so viel Schaden, weil ich ja wieder... Ach, er macht noch mal... Okay, das war jetzt sein Ende, Bro. Bugbite. Warte. There's not enough energy for this move. Use it anyway. Warte. Ja? Ach, ich warte dann auf die Runde. Okay. Okay, okay. Er hat aber auch nicht mehr genug Energie. Verstehe. Okay, das mit der Energie, das muss ich echt im Blick halten. Das ist ein interessantes anderes Kampfsystem hier. Gefällt mir. Dann latschen wir hier mal. Oh nein, ich werde schon wieder angegriffen. Ein Cathorn. Gott, ich hasse Cathorns. Na, ich glaube, den werde ich einfach mal kurz wegfeuern. Feuer. Please. Als ob der das überlebt hat. Frechheit. Pounce. Los geht's. An. Aber ich finde es gut, dass diese Energiepunkte auch mit jedem Kampf wieder voll sind. Sonst wäre das richtig mies, das auch noch tracken zu müssen. Okay, gibt es hier oben irgendwelche Secrets, wenn ich in den Busch gehe? Oh ja, da ist ein Secret. Überprüfen. Ah nee, ich habe mein eigenes. Feuer ist gelangweilt. Ich dachte, da wäre ein Secret. Das war nur Feuer. Warum ist Feuer gelangweilt? Hallo? Wir retten gerade die Welt. Also ich könnte jetzt vor ihm langlaufen und muss dann kämpfen. Oder hinter ihr langlaufen. Das ist, glaube ich, eine Sie. Ich laufe... Oder er? Nee, das ist ein Er. Okay, ich laufe vor ihm lang, weil ich habe keine Angst vor einem Kampf. Pass auf, wo du hintrittst. Du möchtest sicher nicht in ein Ancy-Nest treten. Glaub mir. Du kamst gerade aus dem Ancy-Nest raus, glaube ich, oder? Okay, so... du hast dann ziemlich coolen Ancy. Ich glaube, ich mache dich einfach weg. Du weißt schon, so... Super effektiv und macht trotzdem so wenig Schaden. Also mein Feuer ist echt noch nicht so krass. Aber es brennt. Endlich hat mein gegnerisches Lumion den Burn-Effekt. Nice. Gut, dass das auch funktioniert. Ich hole jetzt nochmal Wurm raus, weil ich möchte Wurm trainieren. Und Wurm kommt mit einem brennenden gegnerischen Lumion sicher zurecht. Er nutzt Dawdle. Das ist sehr gut. Meine Melee-Defense fell. Er kriegt Feuerschaden. Und ich hoffe, dass ich ihn jetzt one-hitten kann mit Bugbite und mich damit heilen kann. Das wäre optimal. So, Bugbite. Er ist weg. Ja, und ich heile mich. Sehr, 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 sehr gut. Mysterious Toxin. Oh nein, ich bin paralysiert. Das ist ja auch... Das ist so eine Sache. Manche Lumiens haben halt spezielle Fähigkeiten. Zum Beispiel das, wenn es jetzt im Nahkampf getroffen wurde, wurde ich paralysiert. Und paralysiert sollte ich auf jeden Fall nicht weiterkämpfen, weil ich Risiko laufe, zu verlieren. Deswegen sage ich, ja, ich möchte mein Lumion wieder wechseln. Und zwar jetzt rüber zu Twitter, weil Twitter habe ich auch noch nicht trainiert. Also ist Twitter dran. Und ich glaube, Vogel ist sehr gut gegen Käfer, weil Vögel mögen Käfer. Und ich fliege. Also...
Ja, Pack ist sehr effektiv. Dann machen wir das auch. Pack, 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 Pack. Super effektiv. Sehr gut. Er nutzt genau. Das macht mir aber auch eine Menge Schaden. Das gefällt mir nicht. Dann machen wir nochmal Pack, 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 Pack. Oh, yeah. Und dann macht Dordle. Ja, das war's dann mit deinem Dordle. Jetzt gibt's noch ein Pounce von mir und dann ist vorbei. Bam. Aber das ist gut, dass ich so viele Lumiens habe. Damit habe ich jetzt voll den Vorteil. Das würde es in einem normalen Pokémon nicht geben, dass ich so viele Starter-Pokémon nehmen kann. Ah, ich habe versagt. Ja, danke, gib mir dein Taschengeld. So, wir gucken dann weiter, was es hier so im Wald gibt. Aber ich will trotzdem wissen, ob es hier in den Büschen irgendwelche Secrets gibt. Hier scheinbar nicht. Okay, ich muss sicher nach links, genau. Weil da ist ja dann wieder der Ausgang. Nein, ich werde angegriffen von einem Grubby. Gott, ich hasse Grubby. Is acting strangely. Warum stand da, Grubby is acting strangely? Was feeling fire knows. Ah! Die Fähigkeit von Grubby sorgt dafür, dass er weiß, welche Fähigkeiten ich kann. Und er weiß jetzt, dass ich Singe kann. Aber ich werde dich einfach vergraben, Bruder. Ich buddel dich wieder. Ah, nee, ich vergrabe mich selbst. Verstanden. Okay. Not very effective. Na gut, dann werde ich jetzt Singe verwenden. Du weißt doch eh, was jetzt kommt, Grubby. Er starrt mich an. Er starrt mich an. Ich weiß nicht, was ich tun soll, außer dich vielleicht verbrennen, Grubby. Also. Und Grubby ist weg. Aber ich merke schon, das Spiel hat eine ordentliche Schwierigkeit, wenn man das ohne Robux spielt. Weil dann müsste man ja echt eine Weile lang farmen, um sich überhaupt behaupten zu können gegen die wilden Lumiens. So. Ich meine, was bringt einem denn diese Fähigkeit, dass man jetzt weiß, dass der Gegner eine bestimmte Attacke kann? Ich meine, in Pokémon ist es ja so, du weißt, was für Attacken die gegnerischen Pokémon haben, weil du die gegnerischen Pokémon kennst. Naja, also Grubby ist useless, den will ich nicht. Wobei, der ist vielleicht Psycho. Weil, ja, vielleicht fange ich mir später noch einen Grubby ein. Ich meine, das heißt ja nicht umsonst gonna catch them all. Guck mal, hier ist dann der Ausgang, wo wir vorhin drüber gesprochen haben. Ey, du da unten. Ey, Opfer. Ey, Opfer. Hier oben. Ah, der muss jetzt außen rumlaufen. Und ich muss mich dann mit diesem Punk hier anlegen. Ah, Gott, wie ich diese Punks hasse. Ey, du da. Mein Lumien hat sich gerade entwickelt. Ich zeig's dir in einem Kampf. Warte, es hat sich gerade entwickelt. Wie stark wird dein Lumien dann schon sein? Propay. Okay, das ist dann wahrscheinlich sowas wie ein Safcon. Denn nichts kann außer Härtner. Das heißt, ich werde das Ding einfach verbrennen. Das wird wahrscheinlich nicht angreifen können. Ja, aber es hält viel aus. Okay, es ist aber auch verbrannt. Das ist sehr gut. Er nutzt Brace. Genau. Und jetzt erhöht er die ganze Zeit seine Verteidigung. Okay, das werde ich jetzt nutzen, um alle meine Lumiens zu trainieren. Ich hole jetzt einmal Wurm raus. Einfach nur, damit Wurm einmal dabei ist und auch Erfahrungspunkte für diesen Kampf bekommt. Use Brace. Ja, ja, mach das weiter. Das ist so lustig, jetzt gegen ein Lumien zu kämpfen, dass ich nicht verteidigen kann. Jetzt erstmal Bugbite, um mich zu heilen, falls es überhaupt ankommt. Und avoided the attack. Okay, aber das gegnerische Lumien, das stirbt einfach nur, weil es jetzt brennt. Ich find's geil. So, jetzt kommt auf jeden Fall noch Twitter raus, weil Twitter muss trainiert werden. Naja, Twitter. Ich weiß, er erhöht die ganze Zeit seine Verteidigung, aber er verbrennt langsam zu Tode. Macht er da keine Gedanken. Deswegen einmal ein bisschen rumpicken in seinem Schild. Er nutzt wieder Brace, um seine Verteidigung zu erhöhen und jetzt pick, 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 pick. Mit super Effekte und macht nur so wenig Schaden. Man kann halt damit sehr lange einen Kampf hinauszögern, aber das Ergebnis ist klar. So, jetzt möchte ich noch Rost trainieren. Habe ich Viech schon draußen gehabt? Nee, hatte ich nicht. Dann vielleicht erstmal Viech. Komm raus, Viech! Naja, erhöhe weiter deine Verteidigung. Vor allem nur deine Melee-Verteidigung. Spezialverteidigung wird ja nicht erhöht. Wir machen mal Panel Plummel. Das macht zwar kaum Schaden. Is waiting for its turn. Okay, Propay hat keine Energie mehr und ich mach fast gar keinen Schaden damit. Okay, und als nächstes dann noch Horst. Und dann haben wir alle unsere Lumiens einmal draußen gehabt. Das heißt, alle bekommen Erfahrungspunkte. Genauso levelt man sein Team halt nach oben. Wenn man einen Gegner hat, der sich nicht verteidigt. Was heißt verteidigen? Er kann halt nicht angreifen. Er kann sich nur verteidigen, aber nicht angreifen. Jetzt mache ich Shine und das ist doch bestimmt eine Spezialattacke. Das heißt, die ist nicht betroffen von der Verteidigung. Ja, genau. Und damit war er dann weg. Weil das gegnerische Pokémon hat nur seine Nahkampfverteidigung erhöht, aber nicht seine Spezialverteidigung. Und jetzt kriegen alle meine Lumiens hier alle Erfahrungspunkte. Die leveln alle ab. Level 10 ist jetzt schon einer. Twitter 110 Erfahrungspunkte ist jetzt Level 6. Twitter Level 7. Viech 111 Erfahrungspunkte, Viech ist jetzt Level 7 und hat Stretch erlernt und Viech ist jetzt Level 8. Also das hat sich gelohnt. It's okay. Propay isn't used to its new body yet. Ja, er hat sich noch nicht an seinen neuen Körper gewöhnt. Bruder, der kann sich nicht verteidigen. Du hast gerade ein Kokon auf mich gehetzt. Der war eine Zielscheibe. Naja, ich guck trotzdem in die Bushes hier rein. Ich will gucken. Und da vorne ist was Interessantes. Okay, da gehen wir hin. Weil das ist jetzt, glaube ich, der Weg zurück in die City. Und das ist der Weg, da muss ich hin. Und wer bist du? Noch so ein Punk. Das ist so ein Punkwald. Ich glaube, hier sind die Leute alle deep in dem Wald. Ey, du da! Dieser Wald hier ist ziemlich gruselig. Aber du kannst ziemlich schnell entkommen, indem du einfach dorthin läufst. Aber ich lasse dich da nicht hinlaufen. Weil vorher musst du mit mir kämpfen. Auf Leben und Tod oder ums Pausengeld. Alice. Achso, oh, das ist eine Frau. Alice schickt einen Triddle raus. Okay, ich werde mich vergraben. Wow, das hat sie ja echt jetzt gebracht. Okay, ich werde dich erstmal verbrennen. So, verbrennen.
Und er starrt mich weiter an. Aber er hat kein Feuer gecatcht. Egal, ich werde trotzdem weiter nutzen, um zu leveln. Wurm sollte ich nicht rausschicken. Aber vielleicht meinen eigenen Twiddle. Mein eigener Twiddle ist sowieso besser, weil er heißt Twitter. Komm raus, Twitter! Aua! Der greift mich an. Dafür wirst du jetzt gepickt, Digga. Pick, pick. Der schlägt mich. Der schlägt mich die ganze Zeit. Okay, das lasse ich mir nicht gefallen. Horst, komm raus. Auf geht's, Horst. Zeig ihm, was du drauf hast. Er starrt mich an. Horst, lass dich nicht beeindrucken. Und jetzt Shine ihn. Obwohl, ich habe... Growl habe ich jetzt auch noch gelernt. Ne, wir machen Shine. Shine ihn an. Tot. Mein Horst ist ziemlich stark, finde ich. Gefällt mir auf jeden Fall. Alice möchte noch ein... Möchte jetzt Trillet usen. Nein, ich werde noch nicht wechseln. Weil der wird von mir einmal noch angegriffen. Shine ihn an. Das macht echt viel Schaden. Jetzt macht das Stretch schön. Ach, er hat seine... Oh, Geschwindigkeit ist auch interessant. In Pokémon ist es so, wenn du ganz viel Agilität hast, dann kannst du manchmal zweimal hintereinander angreifen. Das ist ziemlich cool. Feuer, Viech, Twitter. Ich würde sagen, Viech ist jetzt dran. So, komm zurück, Horst. Viech, du bist dran. Ja, erhöhe ruhig deinen Speed, während ich dich jetzt einfach mal wegpaddle-pummel. Los geht's, paddle-pummel. Oh, er hat meine Verteidigung verringert. Er hat auch viel Geschwindigkeit. Jetzt kann zweimal hintereinander angreifen, aber es bringt ja nichts, weil ich einfach stärker bin. Okay, Viech hat 56 Experience bekommen. 56 ist gar nicht mal so viel. Alles klar, du kannst gehen. Ja, gib mir erstmal dein Pausengeld. 336 Pfund, die nehme ich gerne. So, und jetzt gehen wir erstmal dahin, wo ich auch hin muss. Meine Lumens, die sind jetzt schon alle ein bisschen angeschlagen. Obwohl, kaum. Man kann damit zurechtkommen. So, gehen wir mal hier hinten hin. Und da kommt wieder eine Zwischensequenz. Da ist das Teil der Tafel, glaube ich. Ich gucke auf meine Smartwatch. Hey, Champ, wie geht's? Oh, das sieht aus, als hättest du eins der verlorenen Teile gefunden. Oh, excellent. Ich wusste, du könntest das tun. Aber was in aller Erde ist das? Es scheint so, als würde es dieselbe Energie ausstrahlen wie das Tablet. Das kannst du über die Smartwatch sehen. Es scheint mir von irgendetwas verdorben zu sein. Also ich brauche den Stein so bald wie möglich, um ihn weiterhin zu untersuchen. Und ich muss mehr über diese komische Energie wissen, die es zu umgeben scheint. Na los, benutze dein LumiWatch Digital Transport Feature. Was? Okay. Okay. Alles klar. Alles klar. Awesome. Ich sollte es gleich erhalten. Ach ja, übrigens, was ist das da hinter dir? Ah, gucke mal. Was machst du denn hier? Oh, ich dachte, er ist traurig. Jetzt ist er wohl böse. Das ist das Kid. Oh mein Gott. It looks super powerful. Los, Feuer. Ja, ich würde sagen, das Kid wird jetzt verbrannt. Zinch. Oh, ich glaube, ich weiß, was stark gegen das Kid wäre. Corrupt Duskit is going to down, it's taking a sign. Warte, was? Ich hab's nicht schnell genug lesen können. Sind. Oh, das macht echt nicht viel Schaden. Ich glaube, ich wechsle einmal. Und ich wechsle zu Horst, weil ich glaube, Horst ist ein guter Gegner gegen so ein dunkles Pokémon wie Duskit. Und ich möchte Duskit fangen. Ich möchte Duskit auf jeden Fall fangen. So, shine ihn an. Na los, gib ihm Licht. His final rest going to down is taking a silent down with it. Okay, okay. Wir werden jetzt einfach versuchen, Duskit niederzumachen. Okay, Duskit ruht sich aus. Ich scheine ihn weiterhin an. Bam, bam. Und ich werde ihn noch einmal anscheinen. Crip Duskit startle. Das ist ein Defekt, Horst. Oh ja, er macht mir keinen Schaden, weil er dunkle Attacken verwendet. Und jetzt habe ich ihn so down bekommen, dass ich jetzt einmal die Capture Disk benutze. You cannot capture, Corrupt Lumion. Ach, schade. Na gut, dann gibt es noch mal ein Pounce. In die Fresse. Er nutzt Final Ruse. Ah. Aber die ganzen Attacken, die bringen ihm nichts gegen Horst. Die sind halt nicht effektiv, weil ich ein Licht-Pokémon habe. Ein Licht-Lumion habe. Das ist voll gut. Deswegen müsst ihr immer mit den richtigen Typen spielen. So, jetzt haben wir beide ein bisschen Erfahrungspunkte bekommen. Feuer ist Level 11. So, und Dusk ist, wird jetzt hell. Ach, wie schön. Ey, ich wollte dich fangen. Okay, jetzt kann man Duskit Roaming finden. Alles klar. Das heißt, um ihn zu fangen, muss ich ihn jetzt nochmal finden. Ach ja, da bist du ja. Ich habe mir Sorgen gemacht, dass dir vielleicht irgendetwas passiert ist. Ist alles in Ordnung? Ach, das muss wahrscheinlich Duskit, der Wächtergeist von diesem Gale Forest sein. Was auch immer. Ich habe das Teil bekommen. Also von dem, was ich bisher herausfinden konnte, reagiert es ziemlich stark auf Licht. Also die korrumpierte Materie scheint komplett zu verschwinden, wenn sie mit Licht angeschieden wird. Also bist du wahrscheinlich in der Lage, das große schwarze Ding da zu zerstören mit einem sehr hellen Licht. Ich habe eine Idee. Siphon City hat ja so eine Battle Arena. Und wie du auch weißt, der Head Trainer von der Battle Arena ist bekannt als der Battle Star. Das weißt du doch, oder? Ja, natürlich weißt du das. Wenn du ihn besiegen kannst,
werden sie dir eine Medaille geben und in manchen Fällen auch eine exklusive Application für deine Lumi-Watch. Alles klar, eine exklusive App für meine Watch, die einfach so Sachen teleportieren kann. Gott sei Dank scheint Naya, Battlestar von Siphon City, gerade eine App entwickelt zu haben, die Licht scheint. Also die Taschenlampen-App, oh mein Gott, von deiner Lumi-Watch, eine Taschenlampen-App außer Lumi-Watch, das kann ich mir nicht vorstellen. Conny, also ich denke, deine nächsten Schritte sollten in Richtung Siphon City gehen und dort diese Battle-Arena schaffen. Also mach das einfach mal, dankeschön, ja, ich zeig dir, wo das ist. Seh dich später. Oh. Ach, hallöchen, junger Mann. Ich hab gesehen, wie du das Kid bekämpft hast. Aus sicherer Ferne natürlich. Es scheint so, als war dieser eine Kampf das Einzige, was er benötigt hat, um ihn zu befreien von dieser Korruption. Ja, bla 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 bla. Ja, ich hab's schon verstanden. Du brauchst mir jetzt nicht nochmal erklären, was gerade passiert ist. Ja, es ist super cool. Ja, viel Glück, ja. Also ja, wenn man ihn besiegt, dann geht's den korrumpierten Lumiens wieder gut. Schade, dass ich ihn nicht fangen konnte. Aber was für helles Licht? Ich habe doch extra ein Licht-Lumien ausgewählt. Aber okay, ich kann mit dieser Tafel übrigens auch nicht interagieren. Die steht hier einfach. Die macht auch nichts, sie ist hier einfach. Also gehen wir zurück in die City, heilen meine Lumiens hoch und dann geht's auf in die Arena. Vielleicht muss ich vorher ein bisschen trainieren. Ich glaube, ich laufe einmal noch durchs hohe Gras für einen weiteren Kampf. Aber rüste vorher einen meiner... Horst? Warum ist Horst tot? Hä? Wann ist das denn passiert? Wann ist Horst? Okay. Ich rüste einfach mal Wurm. Wurm ist ja paralysiert, der kann nicht kämpfen. Dann rüste ich einfach Twitter aus. So, und mit Twitter werde ich dann noch zwei Kämpfe machen, um den hoch zu trainieren. Los, Twitter. Beiße den Käfer. Ja, okay. Besiegt. Weiter geht's. Oh, Twitter ist Level 8. Perfekt. Und hat jetzt Scrog gelernt. Nice. So, der nächste Kampf. Und dann können wir direkt mal Scrog versuchen. Oh, ein neues Pokémon, Cunocopia. Yeah, den werde ich fangen. Einmal kurz reinpicken, so pick pick. Er nutzt Brace. Ich glaube, das könnte genau das Ding sein, das wir eben bekämpft haben. Aber ich werde ihn fangen mit der Capture Disc. Das ist jetzt meins. Komm herein. Du gehörst jetzt zu meinem Team. Wusch und wusch und gefangen. Sehr gut. Ja, ich würde ihn einfach nur umbenennen in Kuhn. Oh, Kuhn wird zensiert. Dann ist es nicht okay. No, natürlich wird Kuhn zensiert. Nee, ich will keinen Nickname geben. Kein Nickname für das Ding. Und dann noch ein letzter Kampf. Oh, Propel. Okay, dann werde ich den auch noch einfangen. Ey, dann wird unser Team jetzt mal ein bisschen aufgerüstet. Pack, pack, yeah. Pack. Nee, ich werde ihn noch einmal packen und dann werde ich ihn fangen. Aber nur um sicher zu gehen. So, und dann werfen wir noch eine Capture Disc auf das Ding. Wusch und gefangen. Weil wenn das Ding da ausbricht, dann weiß ich auch nicht weiter. Sehr gut, gefangen. Ja, ich benenne das Ding um in Panzer. Panzer trifft ganz gut, ja. Und Twitter ist Level 9. Und meine anderen Lumiens haben auch ein bisschen Erfahrung vom Watching bekommen. Oh, das ist doch praktisch. So, dann gehen wir einfach wieder zurück. Und auf jeden Fall werde ich meine Lumiens jetzt heilen. Vor allem Horst. Weil Horst ist einfach gestorben. Keiner weiß warum. Aber er ist gestorben. Also gehen wir jetzt wieder hier rein und heilen ihn. Ich weiß nicht, ob das ein Bug war oder ob das was zu tun hatte mit dem Kampf gegen das korrumpierte Lumien. Aber wir heilen erstmal alle. So. Erfolg. Perfekt. Und du da. Willkommen zu Lumien Guts. Ja, ja, bla bla bla. Gib mir ein paar von denen hier. Zwei Stück möchte ich bitte. Ja, ja, ich möchte. So, wo ist die Arena? Da hinten geht's zur Route 1. Und ich würde sagen, die Arena finde ich wahrscheinlich in diese Richtung. Das sieht aus wie ein Rathaus. Okay, es ist die Arena. Ein Perverser. Noch nie hatte ich eine so nervtötende und respektlose Gruppe Kinder in dieser Klasse. Ich werde mit euren Eltern reden. Mach dir keine Sorgen, wir kommen eh nicht zurück. Ja, Mann. Hab sowieso keine Zeit für diese blöde Schule. Wir sind sowieso nur gekommen, weil Mabels Mom uns hierher geschickt hat. Ja, Mann. Wir wollten unsere Freundin supporten, ja? Wenn sie geht, dann gehen wir auch. Alles klar, wenn das der Fall ist, dann verschwindet und lasst euch ja nie wieder blicken. Keine Sorge. Wir wollten sowieso die blöde Stadt hier verlassen. Wir brauchen keine Schule, die uns über Lumiens unterrichtet. Das können wir auch selber. Aha. Ey, du da, warst du schon mal auf einer Schule? Du siehst ziemlich schwach aus. Also ich wette, du warst auf einer Schule. Weißt du, verschwende deine Zeit nicht mit Schule. Lumien-Kämpfe brauchen kein Training oder Strategie. Alles, was es braucht, ist pure Kraft. Yeah, man muss einfach nur stark zuschlagen. Wham, bam, pow. Ja, genau das, was sie gesagt hat. Ich habe schon genug Zeit verschwendet hier. Lucy, Lucas, let's get out of here. Okay. Oh, diese Kinder sind so fehlgeleitet. Mabel, der Anführer von den drei, hat noch nicht mal eigene Lumiens. Ich verstehe einfach nicht, woher sie diese Ansichten hat. Sie glaubt, dass der Ausgang von einem Lumienkampf ausschließlich von der Kraft des Lumiens ausgeht. Da gehört noch viel mehr dazu als nur Kraft.
Warum kommst du nicht rein in die Schule für einen Moment und ich kann dir zeigen, was ich meine? Nein, bitte nicht. Bitte nicht. Ich habe das doch eben gemacht. Ich hab's doch eben... Leute, Leute, ihr habt's doch eben gehört. Ich habe gesagt, ja, voll gut, dass der mich nicht treffen konnte. Ah, okay. Jetzt werde ich über Typ-Unterschiede, Stärken, Schwächen und Typs und so unterrichtet. Ah, nein, Leute, ich muss in die Schule. Hier drin gibt es, ja, Wissen im Überfluss, bla bla bla, Mechaniken der Schüler, Personality of your Lumion Team works, official Lumion Trainers are permitted to carry up to 7 Lumions, last 2 spots in your lineup are known as Lumion Bench. Ach, die Dinger, die auf der Bench sind, kriegen passiv Oh, das ist ein cooles System, SC Battle, aber sie können nicht am Kampf teilnehmen. Das ist nice. Das ist nice, so kann man schwache Lumiens hochtrainieren, wenn man die auf die Bench packt. Was sagst du dazu, Twitter? Ihm geht's nicht so gut, okay. Das ist praktisch, weil ich habe mich schon gefragt, was diese Bench bedeutet. Das bedeutet, die beiden hier, die leveln jetzt passiv mit, wenn ich mit anderen kämpfe. Das ist nice. Aber gut, dass ich nicht länger in der Schule sein musste. Und ich würde sagen, die Arena, der stellen wir uns dann beim nächsten Mal. Die werde ich doch bestimmt noch finden. Aber das ist dann wirklich eine Aufgabe fürs nächste Mal. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst gerne ein Like da, abonniert meinen Kanal. Bis dann und ciao!